Also man muss sagen, der Allradantrieb und die Sperren, die sind perfekt. Besser geht es eigentlich nicht. Mit dem Krollgang weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll hier. Da müssen wir wahrscheinlich ins Extremgelände gehen oder mal versuchen, mal irgendwo einen Baum auszureißen. Aber das wollen wir jetzt hier nicht machen. Wir sind ja umweltfreundlich. Und dann gehen die Bäume, die man wegfährt, fliegen dann übers Dach weg. Gut. Servus aus den Geigerhallen. Endlich ist das gute Stück da, der Ford Bronco. Ja, heute werden wir ihn zuerst mal testen auf der Straße. Danach werden wir das Auto beschreiben und es ist zwar jetzt gemein, jetzt machen wir mal einen Soundcheck. V8 gegen Vierzylinder, darf man eigentlich nicht sagen. Aber der Wrangler gibt es halt mit der 392er Maschine, V8 Sauger. Und wir haben den jetzt nur als 2,3 Liter da. Der 2,7er kommt bald. Und Ford hat in der Pipeline, dass sie scheinbar einen starken 3,5 Liter EcoBoost bringen mit, weiß nicht, 450 PS. Und vielleicht kommt auch mal ein V8. Aber die Situation ist heute so. 2,3 Liter Soundcheck gegen den V8. Und das werden wir jetzt machen. So, jetzt wird es spannend. Wie sind eure Kommentare? Eigentlich ungerecht. 2,3 Liter Soundtest gegen einen V8 Wrangler 392. Ist mir eigentlich klar, wie die Kommentare sind, aber beantwortet es doch mal. So, und jetzt haben wir eigentlich genug diskutiert. Jetzt fahren wir einfach mal. Hallo, jetzt aus dem neuen Bronco. Bronco kennt man ja aus den 70er Jahren. Damals waren das ja richtig große Offroadler. Hat es natürlich auch einen kleinen gegeben, der heißt jetzt bei Sport beim neuen Modell. Beim großen Modell heißt er nur Bronco und in dem sitzen wir jetzt. Also das heißt, wir sitzen jetzt auf einem wilden Pferd. Der Wrangler ist ja ein wild gewordener Cowboy. Und jetzt sitzen wir halt im wild gewordenen, auf dem wild gewordenen Pferd. Neues Modell, 420 Newtonmeter Drehmoment. Ich bin tatsächlich noch keinen Meter mit dem Auto gefahren. Die Motorisierung 2,3 Liter gibt es mit Schaltgetriebe, der 2,7 Liter Motor mit einem 10-Gang Automatik. Man sieht ja ein 6-Gang Getriebe und ein Kriechgang. Das heißt, das werden wir nachher mal probieren, wenn wir mal im Gelände sind, ob er wirklich so kriecht, was er im Gelände kann. Wir sind ja alle eigentlich Wrangler-Fans, weil es gibt ja eigentlich keinen Konkurrent für den Wrangler. Jetzt ist er da, dann schauen wir mal, was der Bronco im Vergleich kann. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen Autobahn und schauen mal, wie die Geräusche sind. Windgeräusche, es ist ein Faltverdeck drauf, dass man manuell nach hinten klappen muss. Bin mal gespannt. Ich hoffe, es ist nicht so wie in der Anfangszeit vom CJ7 um Wrangler, wie man da sich die Finger verbiegt und wieder das Verdeck rauf und runter bringt. Ist eine schöne Mechanik, werden wir nachher auch mal testen. Gibt das Fahrzeug natürlich auch mit einem Hardtop, aber momentan sind keine Hardtops lieferbar. Darum ist einer unserer ersten Autos mit dem Faltverdeck. So, jetzt fahren wir mal, schauen wir mal, was er kann.
So, ich erkläre jetzt mal die Allradfunktionen und die Sperren. Also das Auto hat ja 6 Gänge, einen Krollgang, also einen Kriechgang. Auf der normalen trockenen Straße fährt man mit 2 High, das heißt, die Hinterachse wird angetrieben, keine Untersetzung drin, spart man sich natürlich viel Sprit. Dann haben wir hier die Vierradautomatik, das heißt, wenn auf der Straße Schnee liegt, Matsch ist oder man fühlt sich unsicher, wird dann der Allradautomatik dazugeschaltet. Also das heißt, man fährt im Zweirad, gehen die Räder durch, wird automatisch die Vorderachse mit angetrieben. 4 High bedeutet, es ist ein Schnellgang und es ist gesperrt. Das heißt, das Zwischengetriebe ist gesperrt und man kann natürlich schlecht um Kurve rumfahren, weil dann fängt alles zum Versperren und verzerrt sich. Man sollte also tatsächlich auf der Straße mit dem Vierrad Automatik fahren. Hier im Sand oder so ist kein Problem, weil dann gibt ja ein Rad immer nach und es gibt keine Beschädigung an Achse und am Getriebe. Hier gibt es eine Bergabfunktion. Das heißt, wenn Sie jetzt bergab fahren, dann wird die Traktionskontrolle so eingeschaltet, dass man den möglichst großen Schlupf hat, dass kein Rad stehen bleibt, dass es immer wieder Antrieb, dass nichts blockiert und man fährt nicht wie ein Irrer dann mit blockierenden Rädern irgendeine Böschung runter. Das ist der 4 Low-Gang, das heißt, jetzt ist die Untersetzung drin, das Auto geht also nur noch die halbe Geschwindigkeit ungefähr und im Offroad-Bereich, wenn es extrem steil wird, kann man dann die Sperren dazuschalten. So, jetzt sind wir nicht angeschnallt, dann bimmelt es natürlich. So, und jetzt sind wir im 4 Low-Gang, hat noch nicht eingeschalten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Böschung hochfährt, dann hat man die halbe Untersetzung, das heißt die doppelte Kraft. Hier dazu kann man die Sperren einschalten, die Hinterachssperre, die Vorderachssperre. Und jetzt kommt man da ohne Probleme auch hoch. Hier sieht man dann die Frontkamera, also die Offroad-Kamera, die wird automatisch dazugeschaltet, damit man sieht, ob man vorne anstößt oder nicht und wie alles läuft. So, man sieht ja mal, das ist überhaupt kein Hindernis. Mit dem Zweiradantrieb wäre man wahrscheinlich schon lange stecken geblieben und da kann man auch anhalten und es geht gerade wieder weiter, als ob nichts wäre. Also man muss sagen, der Allradantrieb und die Sperren, die sind perfekt. Was jetzt natürlich sehr auffällig hier ist, hier gibt es keine Fensterrahmen. Ist natürlich sehr ungewohnt auszusteigen und man hat keinen Fensterrahmen. Bei der Fahrt hat man gemerkt, das Auto hat keine Windgeräusche, also die Tür muss sehr stabil sein. Wiegt 23 Kilo, man kann sie natürlich ausbauen. Es gibt dann einen extra Sack für jede Tür, kann man in den Kofferraum binden. Was der Unterschied ist vom Wrangler zum Bronco ist, hier baue ich die Tür aus. Und der Spiegel ist an der Karosse, beim Wrangler ist der Spiegel an der Tür und man hat immer das Handicap, man muss den Spiegel noch mittragen. Also ist eigentlich sehr gut gelöst, schön offen, cooles Auto. So, und jetzt schauen wir mal unter die Haube. So, da ist er. 2,3 Liter, 4 Zylinder, 274 PS. 420 Newtonmeter Drehmoment, also er kann was. Wenn man jetzt mal so in den Motorraum reinschaut, muss ich sagen, es schaut jetzt nicht ganz so aufgeräumt aus. Schaut irgendwie aus wie so ein kleiner Kabelsalat, aber solange es funktioniert und man ins Wasser eintaucht und es läuft immer noch, ist es eine gute Konstruktion. Es hängt halt alles etwas davon. Habe eigentlich erwartet, dass eine schöne Plastikabdeckung drüber ist, ist aber nicht. So, was beim Ford natürlich schon seit längerer Zeit als Serienausstattung gilt, hat der natürlich auch. Gibt es ein schlüsselloses Aufsperren, da können Sie dann Ihren Geburtsdatum oder irgendwas eingeben und dann schließt und öffnet die Tür. Also man muss keinen Schlüssel in die Hand nehmen. Das bedeutet natürlich, es ist ein dicker Kabelstrang drin. Beim Türausbauen hätte man ja wirklich das Problem. Da müsste man eigentlich die Türverkleidung runter machen und die ganze Kabel ausbauen. Ford hat es anders gelöst. Es gibt einen Zentralstecker, den zieht man auseinander. Da sind 2 Bolzen drin und schon kann man die Tür ausbauen und den Kofferraum stellen.
aber nicht vergessen, in die Tüte reinzumachen, sonst haben wir schon wieder einen Auftrag zum Lackieren. Ein Vorteil hat das Fahrzeug, also das heißt, wenn Sie offen im Schlamm rumfahren, die ganzen Sachen sind natürlich kunststoffüberzogen, einfach zum Reinigen. Die ganzen Schalter sind in Gummi eingelassen, also wenn Wasser oder Schlamm drauf kommt, sind sie nicht kaputt, sondern man kann es tatsächlich mit einer nassen Lappe abwischen. Der hat das Vinylleder drin. Also ist eigentlich ein robustes Auto, es hat alles drin, elektrische Sitze. So, beim Losfahren war ich natürlich total verwirrt. Ich habe die Fensterheberschalter gesucht, ich habe die elektrische Spiegelverstellung gesucht. Normalerweise ist das halt hier in dem Bereich angebracht an der Türverkleidung. Musste tatsächlich suchen, habe dann alles an der Vorderwand von der Mittelkonsole gefunden. Ganz klar, dann wäre der Kabelstrang noch dicker. Also sie haben sich tatsächlich bei Ford viel überlegt und haben das in der Mittelkonsole angebracht. Also es stört beim Tür-Ein- und Ausbau nicht. Die Funktionen sind alle komplett erhalten. Also das Fahrzeug hat einen 12-Zoll-Bildschirm. Ganz üblich, alle Funktionen werden dort dargestellt. Hat ein Navigationssystem drin, Soundsystem. Da oben sind noch ein paar Schalter, wenn man jetzt zum Beispiel Scheinwerfer und sonstige Sachen montieren will. Die Schalter sind schon vorab wie beim Raptor montiert und da kann man dann die ganze Kabel drauflegen und die Funktionen in Betrieb nehmen. So, Auto ist schon ganz schön schmutzig geworden. Ich habe jetzt mal 3 Stunden Dampf gestrahlt und jetzt würde ich gern mal versuchen, das Verdeck abzubauen. Dazu hole ich jetzt den Sven, der schaut von oben, ich von unten und zusammen sind wir stark. Dann werden wir das jetzt mal probieren. So, Sven, jetzt geht's auf. Zack, zack. Vorne, hinten, wir reißen das Teil runter. Gib mir einen Seitenschneider. Ja, genau. So, vorne sind 2 Schnallen, die macht man auf. Da muss man mal alle Türen aufmachen. Leicht nach hinten klappen, das ist also die erste Stufe. So könnte man theoretisch auch fahren. Ist natürlich alles mit Klettverschlüsse. Also definitiv eine heftige Konstruktion. Hier ist mit Klammern befestigt. Dann glaube ich, müssen wir als erstes die Seitenteile rausmachen. Das ist hier gesteckt mit einer Plastikleiste. Oben ist auch eingehakt und wieder mit Klammern, damit man auch 180 fahren kann, ne 160 oder 169, damit das Ganze hält. Und dann nimmt man schon mal das erste Teil raus. Das ist dann gesteckt wie beim Oldtimer. Man zieht es einfach raus. Gibt es auch Taschen dazu, wie man es reinmachen kann. So, dann ziehen wir das unten raus und da oben ist ein Haken, das hängt man dann aus. Und dann zieht man das weg. Also es ist auf jeden Fall, wenn es mal schnell regnet, man hat das Verdeck tatsächlich nicht in 2 Minuten montiert. Jetzt kann man dann die Seitenscheiben rausziehen. Ich lege das jetzt mal da rein, damit nichts kaputt geht. Mein Seitenteil ist schon draußen, also man kann zuerst die Heckscheibe rausziehen oder das Seitenteil. Ist natürlich auch schön im Sommer, könnte man theoretisch Verdeck zulassen, wenn es so Frühjahr ist und es ist noch kühl. Und man kann hinten alles komplett offen lassen. So, dann wird es nach hinten geklappt. Mal vorsichtig, nicht, dass irgendwas beschädigt wird. Dann Verdeck hinten auflegen, vorne runterziehen und hier kann man sie da öffnen. Dann ist es verriegelt, es geht nicht hoch und runter vom Wind. Es ist fest drauf. Ja, das war jetzt mal das Verdeck. Ich bin eher ein Hardtop-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich mag eigentlich keine offenen Autos, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative zu einem Wrangler oder zum Mercedes G-Modell. Es ist auf jeden Fall ein vollwertiges Cabriolet. Eine Tür ohne Rahmen schützt natürlich nicht, wenn man mal im Extremgelände die Kiste aufs Dach legt. Ford hat an alles gedacht, hat einen richtigen Sicherheitskäfig eingebaut. Ja. Und demnächst werden wir auch einen Bronco umbauen. Wir haben ja schon mal einen Wrangler richtig umgebaut. Haben wir ja auch einen schönen Film drüber gedreht.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Man kann natürlich noch mehr testen. Die Jahreszeit gibt halt nicht alles her. Ich würde auch lieber mit dem 2,7 Liter nochmal einen Test machen und auch vielleicht mehr im Offroad-Gelände fahren, vielleicht auch schon im Umbau. Ja, was hat euch jetzt besser gefallen? Ein Ford Bronco oder ein Wrangler 392? Bis bald.